Frauen versus Breitenberg. Let's go, wir gehen rein in die Reaction. YouTuber und Streamer Breitenberg sein Glück in der Liebe, indem er 14 Frauen speeddatet. Mit mir auf dem Sofa sitzt... Jonas Breitenberg, Alter, das ist ja Typ in die Landen. Heute Zabex, Koda Bouget und Breitenbergs beste... Okay, das ist die Jury. Die Bouget, boah, Bouget, du hast echt einen hässlichen Winkel erwischt, Bruder. Scheiße, Bruder. Also Bouget ist normalerweise von optisch eine 8 von 10. Aber hier würde ich sie nicht bewerten. So, hier würde ich sagen, das ist mein kleiner Bruder, Land. Also hier ist echt, das ist echt, der Winkel ist gottlos. Okay, schauen wir weiter. Alexis, wir hören jedes Gespräch mit und sind gespannt, für wen sich Breitenberg letztendlich entscheidet. Oha. Oh mein Gott, was? Seien Sie gegrüßt, meine Herrschaften. Breitenberg, mein Name. Ich habe mich tatsächlich dazu überreden lassen, hier bei diesem Format mitzumachen und bin auf der Suche nach einer Frau fürs Leben, mit der ich natürlich auch im Helikopter die Alpen besuchen kann, auf einer Yacht etwas Zeit verbringen kann oder das eine oder andere Business großziehen kann. Das wäre sehr, sehr schön und ich bin mal gespannt, was uns so erwartet. Ey, guckt ihn euch an. Breitenberg, du bist so am Sack, Bruder. Du bist so am Sack, ich schwöre auf alles, du bist am Arsch. Der denkt, der ist RP, Bruder. Bitcoin kommt auch gleich. Okay. Morning. Digga, mit dem Stock und so, das ist schon... Sieht schon krass aus. Hallo. Hi. Hi, ich bin Lara. Ich habe schon direkt eine kleine Frage an dich. Ja, gerne. Und zwar, hast du dein Handy vielleicht dabei? Mein Handy? Mhm. Habe ich sicherheitshalber weggelassen. Oh, schade, weil sonst hätte ich meine Mutter angerufen, weil ich habe ihr versprochen, dass ich sie anrufe, wenn ich meinen Traummann gefunden habe. Oh, okay. Stark. Sehr gut. Lara, ja. Name? Ja, richtig. Breitenberg, freut mich. Freut mich. Ja, das war eigentlich schon nicht schlecht. Hast du einen starken Bezug zu deiner Mutter? Beste Freundin? Ja. Zusammen einkaufen und so, ja, alles. Immer für sie da sein. Ja, finde ich gut. Also man muss auch Prioritäten im Leben setzen. Familie ist wichtig. Und daneben so, was hast du so sonst für Prioritäten? Was zählt für dich im Leben? Er ist wirklich hier wie die Traumfrau. Ja. Er will nicht eine Bette. Man merkt halt da, das war die erste Frau, die sind noch ein bisschen schüchtern, aber es wird noch krasser. Geschichte. Der Mann. Wie ich sie finde, ich persönlich finde sie, also ist gar nicht mein Typ, aber ich finde sie ist korrekt als für jemand, der, wenn man zum Beispiel jetzt nicht alleine ins Kino gehen möchte, dann würde ich mich schon melden. Oder wenn ich nicht alleine essen gehen möchte, dann würde ich mich schon melden. So, aber mehr würde man halt, glaube ich, also für mehr würde es nicht reichen, leider. Es ist leid, der geht mit 15 Frauen nach Hause. Im Leben zieht für mich immer, also Priorität natürlich meine Familie, steht immer erste Stelle. Ich bin die älteste Schwester von 3 und natürlich, wenn ich dann eine Beziehung habe, kommt mein Freund natürlich auch immer in erster Stelle. Okay. Ja, der Bezug zu sehr süß, stark, sehr süß. Sie ist auch... Ihr seid so eklig. Sorry, sie ist auch sehr, also was man sagt für Beziehungen, wirklich, also eine sehr loyale, das merkt man auch. Ich merke auch, dass sie nicht lügt. Ich merke das irgendwie. Ich habe das so im Gefühl. Ich kann das einschätzen. Ja, ne? Sie will ihn, glaube ich. Wenn man wirklich ausgeht, Alexis. Also ich würde, also vom Typ her würde sie, glaube ich, ja, passen. Schon, ja. Schon, doch. Habt ihr auch sowas wie eine Pferdezucht? Oder? Pferdezucht? Ja. Meine Mutter hatte mal ein Pflegepferd für 3 Jahre lang gehabt und dann habe ich mich ebenfalls um das Pferd gekümmert. Ja, ich finde Pferde mittlerweile sehr interessant. Die erzielen ja gute Marktpreise. Marktpreise? Was redet ihr? Gut, ich fand, sie war sehr... Was laberst du? ...selbstbewusst. Das bist du tatsächlich. Und ich würde dich dann weitermachen lassen in die nächste Runde. Stark, Breiti. Stark, stark. Walla, Breitenberg ist für dieses Format gemacht. Hallo, ich bin Mandy. Ich bin Cosplayerin. Und wenn du willst, kann ich für dich alles sein. Oha. Mhm. Für mich alles sein? Mhm. Also jegliche Figur, die ich mir aus so einem Anime vorstellen kann. Genau. Auch mit Flügeln und so Teufelsschwanz und alle möglichen. Ja, darfst du dir aussuchen. Echt? Das ist schon mal sehr interessant. Ist die Simpsons ein Anime? Oh mein Gott. Gut, okay, sehr gut. Also abseits von Animes, was macht dich so aus? Natürlich erstmal Kreativität, auch mit meinen Cosplays. Und du kannst... Okay, sie ist kreativ, merkt euch das. Chat, eine Frage an euch. Euer Crush sagt, ich ziehe diese Crosshair an, was ihr wollt. Dieses Ding, halt, dieses Verkleiden, keine Ahnung, wie das heißt. Was würdet ihr nehmen, was sie sich anziehen soll? Welche Anime-Figur würdet ihr wollen, was sie sich anzieht? Farut Ben. Einfach Farut, du Peach. Wie kommst du auf Farut, Land, so ein Ekelhafter? Was hast du davon, Bruder? Ich mein's jetzt ernst, Mann. Bitte trollt mal nicht. Hinata, was für Recep Ivedik, Land, du Peach. Wie kannst du Recep Ivedik, Bruder? Was für Recep Ivedik? Du streichelst so, da ist so Behaarung und so.
Da ist so Behaarung, voll geil. Du kannst auch malen bestimmt, nehme ich an. Ja, ich zeichne auch und ich tätowiere auch. Echt? Ich habe damit vor kurzem angefangen. Ja, aber ich bin noch nicht so gut. Ich habe mir selber ein paar Tattoos auch gestochen. Aber ich finde die Outfit richtig. Ich hätte Wonder Woman genommen, ja. Richtig sweet. Ja, ist cool. Das ist richtig sweet. Würden Sie so ein Gemälde von mir anfertigen, was man so im Eingang des Flurs da an die Wand stellen kann? Natürlich mit so einem prächtigen Oberkörper da, so etwas abstrakter, so ein Löwen an der Seite. Ja, also wenn du das möchtest, kann ich dir das sehr gerne machen. Wirklich? Ja. Das ist okay. Ja, das hört sich einfach gerade an, als ob Breitenberg im Puff ist. Ich schwör's euch, das ist einfach genau gleich. Ja, ich hätte gern das mit so. Ja, wenn du das möchtest, dann kann ich das schon gerne machen. Ich schwöre jetzt schon. Also wenn du das möchtest, kann ich dir das sehr gerne machen. Das hört sich einfach an, als ob er im Puff ist, Bruder. Ja, sie kann alles sein, was ich will. Also das ist schon hart, ne? Das ist schon krass. Und malen kann sie auch künstlerisch. Ich würde sagen, ja, okay, du bist weiter. Super. Ja. Woher weißt du, ich hab doch viele Freunde auch, ne? Ja, okay. Die ist auch eine süße. Hi, Breitenberg. Mein Name Hallo. Ist Celia Schier und mir fällt schon direkt eine Gemeinsamkeit ein, die wir beide haben. Wir haben beide einen Baumeln. Wir haben beide einen Baumeln? Ja. Okay, okay, was, jetzt. Was, ja. Wie, wir haben beide... Verstehst? Ja, es ist tatsächlich ein, da hat sich ein Bild in meinem Kopf abgezeichnet. Ja. Wie, wir haben beide, was, wir haben beide, Jane? Okay. Ich hab verstanden, Jane. Okay. Tamam, ich hab's verstanden, okay, tamam. Hat sie einen Penis oder was? Ja, hat sie? Unten einen Baumeln. Ja. Penis. Breitenberg ist, glaube ich, sowieso, der ist ja schon bereit mit dem Stock in der Hand und der ist, glaube ich, schon bereit für einen kleinen Schwertkampf. Okay, da gerade so an so Glockenläuten. Das auf jeden Fall. Zwei und eine große Gurke. Oh, hat er nicht eben gesagt? Spicy. Okay. Finde ich gut. Also, findest du gut? Man kann alles toll. Man kann alles mal probieren, man oder? Man kann alles probieren, klar, hey, natürlich. Mega. Ich hab ja auch einen Gehstock dabei. Wie wär's denn? Ich fand die letzten Jahrhunderte auch wirklich langweilig. Also ich mit einer Peitsche, das ist ja schon, hat schon ausgedient. Du willst was Neues ausprobieren. Ja. Oh mein Gott, was passiert? Das ist dir unangenehm gerade. Mega. Ja, das ist. Ich stelle mir nur gerade vor, wie alles bäumelt. Also. Oh Gott. Also ich muss wirklich sagen, sehr sympathisch. Dankeschön. Und, du auch. Finde ich auch sympathisch. Das war auch wahrscheinlich eins meiner Highlights heute. Okay. Aber ich muss sagen, dass ich, auch wenn ich so aussehe, ich bin eigentlich ein ganz lieber, braver Junge. Und ist wirklich nicht mein Fall. Dein Ernst? Also ich kann dich nicht überzeugen. Auch wenn ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, jetzt musst du mich lieben, oder? Hallo, gib dir die Dinger. Ja, ich schau gerne in die Augen. Normale Augen. Du schaust gerne in die Augen. Das sickt der Latsch aus in die Augen, Bruder. Ich weiß ganz genau, warum du nicht schaust. Ja. Ich weiß nur, Bruder, wer das so Ding, dein Typ so ganz... Du würdest in die Augen schauen. Mir ist das gerade so unangenehm. Und bevor jetzt noch irgendwelche anderen Glocken sich offenbaren, wahrscheinlich dann auch noch größer als meine. Selbst größer. Ich danke dir vielmals für dein Erscheinen. Dankeschön. War sehr einprägsam. Hat mich gefreut. Ja, ebenso. Dazu kriegt man vorne Tats. Okay, das war gerade. Das war krank. Ich werde es treffen. Scheiß drauf. Hallo. Nächste. Ich bin Kiri und ich habe gleich eine Frage. Ja, gerne. Du verschickst auch Süßigkeitenboxen, oder? Oh, sie kennt mich, ja, klar. Denn ich habe den Tag mit Coda eine von dir geöffnet und ich muss sagen, ich habe einen Crush auf deine GTA-Karte bekommen. Oh. Sehr gut. Will nur was gratis haben. Ja. Ein Crush auf meine GTA-Karte? Ja, tatsächlich. Ja. Also, das ist sehr sympathisch, muss ich sagen, wirklich. Also, da haben sie mich jetzt auch gecatcht. Sie? Oh nein. Er denkt ja an Würfelpark. Dann passt ja die Erscheinung gerade. Ich muss sagen, ja, aber es gibt mir doch mehr Joker-Vibes. Mehr Joker-Vibes? Mhm. Das ist meine Lieblingsfigur. Ich liebe den Joker. Welchen Joker? Eigentlich den Oldschool-Joker, Heath Ledger. Heath Ledger, sympathisch. Heath Ledger ist wirklich eine Ikone, das ist sympathisch. Eine Legende. Ich liebe ihre Outfit auch. Ja. So toll. Ich finde die voll sweet. Das war schon nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Und sie hat ja sehr intensive Blicke, also muss ich nachgeben, ich würde sie gerne weiterlassen. Dankeschön. Okay. Ich finde, sie persönlich war jetzt auch wirklich endlich mal eine, so eine richtige Dame, die gekommen ist, die sich so benommen hat, so wirklich auch
wie eine Lady benommen hat, ne, muss man echt sagen. Ganz lieb, ganz höflich geredet, so und fertig. So, weil wisst ihr was, ich meine einfach so, das muss man schon sagen, so, das war so wirklich ladylike, so, ja. Hi, ich bin Mila. Hi. Ich habe jetzt keinen Spruch vorbereitet, aber vielleicht magst du ja einen raushauen. Einen raushauen, einen Spruch? Mhm. Ich bin auch sehr schlecht in Sprüchen, sage ich ehrlich. Ich bin eher so der Typ, der Getränke rüberschickt, einmal anlächelt und dann in die Gespräche sich vertieft. Das gefällt mir, das mag ich auch sehr gerne. Oh Gott, ist das cringe. Ja. Auf einmal Erbringschuld. Digga, sie hat ihn jetzt schon outplayed. Ja, am Ende. Gehen Sie gerne in Bars? Ja. Oh Gott, das ist unangenehm. Im Stil von Kleid? Ja, sehr gerne. Seide kurz schwarz? Saturn, grün. Das ist okay, das klingt sehr interessant. Aber deshalb heute in Jeans gekleidet? Ja, ich mag es auch manchmal ein bisschen cooler. Und hobbymäßig irgendwas, was dich ausmacht? Ich koche super gerne. Was denn zum Beispiel? Oft sehr vegetarisch oder... Chat, ich bin frei ehrlich, ne? Ich finde, die sieht voll hübsch aus. Also ich bin jetzt ehrlich, so real talk. Ist jetzt vom Klamottenstil her und so nicht ganz mein Typ, aber an sich ist es ein sehr hübsches Mädchen. Vegan, aber für dich würde ich auch mit Fleisch kochen. Ich hab gehört, du isst auch gerne Fleisch. Ich habe bei der Team Food Challenge 2,2 Kilo Steak gegessen. Ist das? Das ist schon eine ganze Menge. Ich bin ein richtiger Mann, ich habe 2 Kilo Steak gegessen. Ich kann auch einen Baum fällen. Also würdest du auch mit mir zusammen ein Steakhouse gehen? Ja, würde ich auch Fleisch essen. Dann würde ich auch für dich vegetarisch essen. Oh! Okay, okay, dann muss er sich schon sehr mögen, um das zu sagen. Ja. Du schaust doch die ganze Zeit in die Augen. Sehr Blick. Schlau durchdacht, Alex. Ist wirklich, was würden wir nur ohne dich hier in diesem Format tun? Rechnen gar nicht ab. Das ist gut, das strahlt ja auch Selbstbewusstsein aus. Würde dich gern weiterlassen. Schön, das freut mich. Danke. Aber ein bisschen ist die irgendwie auch so, glaube ich, gespielt irgendwas, ne? Hi, ich bin Liv und ich bin zwar Deutscher, aber ich kann Börek machen. Oh, smart. Okay, sehr interessant. Also wissen Sie, dass meine Eltern aus der Türkei sind? Warum sitzt er sie? Warum sitzt er? Was ist denn? Also ja, habe ich mir gedacht. Sieht man das an mir? An deinem Namen. Er sitzt einfach geil. Okay, das stimmt. Ihre Erscheinung, muss ich sagen, ist sehr interessant. Dann ist das auch Cosplay-mäßig? Nö, ich laufe eigentlich immer so alternativ rum. Immer so? Und das nennt man also alternativ? Also meistens, ja. Also manchmal auch Jogginghose, okay, ne? Aber wenn man einen schlechten Tag hat. Krass. Wenn man diese beiden Styles so wirklich gegenüber. Ja, das ist geil. Tattoos hast du auch? Ja, relativ viele. Ich habe auch ein großes Rückentattoo. Was hast du auf dem Rücken tätowieren lassen? So Flügel, aber sehr so sketchmäßig. Gute, so Engelsflügel oder Teufelsflügel? Ja, Teufelsflügel. Okay, also ich spiele in GTA einen Menschen, der auch Leute anzündet. Bruder, du sagst doch jetzt nicht ernsthaft bei einer Frau, was du in GTA, Bruder. Bitte, Breitenberg, sowas macht man nicht, Breitenberg. Sowas macht man nicht, Bruderherz. Ich erzähl doch meinen, wenn ich jemanden kennenlerne, auch nicht, dass ich bei der NIA arbeite oder... So, Bruder, das ist ja keine Ahnung, Mann. Bruder, Breitenberg, ja? Bruder, sowas sagt man nicht. Bruder, stell mal euch vor, Chat, ich gehe jetzt zu einem Mädchen und sag so, ja, ich bin hauptberuflich Agent. Ich tue so das Kali-Kartell überwachen. Herr Aal ist mein Boss. Ich habe aber einen, der macht alles für mich. Levo ist mein Bruder und so. Ich habe einen Porsche 911 in der Garage. Einen Lamborghini Aventador von Silberfein. Bruder, ich mach das doch ganz bitte, Chat, ja? Also ich würde gerne mit dir zusammen Leute anzünden. Also ich würde gerne noch auf freien Füßen wandeln. Also ich muss sagen, ich duze sie auch. Bist sehr charmant und sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Ist für mich aber zu viel. Okay. Das tut mir leid. Alles gut. Tschüss. Oder ist er ehrlich? Aber so ehrlich und direkt so schön, ne? Ja. Wirklich. Der Breitenberg ist für dieses Format einfach wie gemacht, Bruder. Ich schwöre, schau mal, seh seine scheiß Fresse, passt in dieses Herz einfach, Bruder. Ich schwöre, Tinder sollte Breitenberg als Logo nehmen. Hallo, ich bin Jana, ich komme aus Stuttgart. Okay, warte mal, jetzt warte ganz kurz, Stuttgart. Ich zeichne sehr gerne. Und ich spiele auch. Hallo, ich bin Jana, ich komme aus Stuttgart. Ich zeichne sehr gerne und ich spiele auch ab und zu auf der Xbox und auf dem PC. Und ja, ich bin Xbox-Spielerin. Tschüss. Sehr interessiert daran, mehr über Business und sowas zu lernen. Also, falls du mir was beibringen kannst, sehr gern. Business. Oh, Business. Oh, hallo, Jana, freut mich. Breitenberg. Business, Jana, bin ich jetzt dein Business-Move geworden? Gepasst? Ja. Wie ich gerade gesehen habe und. Ja, die Punkte sind schon mal sehr gut. Du scheinst ja das Gespräch auch sehr in die richtige Richtung lenken zu wollen. Bro, als ob sie mündliche Abi-Prüfung. Digga, wirklich, es ist so ein weirder Vibe. Er ist so wirklich auf... Aber ihre Vorstellung war auch so Schulvorstellung. Ja, ja. Was hast du sonst für Hobbys? Ich habe sehr viel Musik schon gemacht. Ich habe schon Schlagzeug gespielt. Ich habe 10 Jahre lang Gitarre gespielt. Schlagzeug und Gitarre? Genau, ich habe ein bisschen Klavier gespielt noch. Klavier finde ich sehr gut. Kennst du Lola Astanova? Nee. Russische Pianistin? Leider nicht. Hauser? Magst du Hauser? Dankeschön, Kubi. Cellos? Oh, er kennt sich aus. Dankeschön, der Kubi. Klassiker. Ich bin total schlecht im Musikernamen und so. Okay, ich bin sehr klassisch. Sehr oldschool unterwegs. Ich höre es total gern auch.
Das sind ja sehr schöne Lieder. Also so vier Jahreszeiten von Vivaldi im Auto, auf der Autobahn zum Beispiel. Das Standard. Ist übel der Vibe. Übel der Vibe? Ja. Findest du? Übel. Ich schätze sehr, dass du dir Mühe gibst. Du bist das auch sehr intelligent angegangen, das merkt man. Ich finde das aber nicht gut, wenn man jemanden so nach dem Mund redet. Ich hätte gern auch anderes von dir erfahren, was abseits dessen ist, was mir gefallen könnte. Ich finde dein Auftreten sehr sympathisch. Du bist garantiert ein cooler Mensch, aber für mich an dieser Stelle nicht, matcht es nicht. Ist okay. Ich danke dir. Hey, ich fand, die war jetzt aber schon okay. Fandet ihr sie gerade nicht hübsch? Was würdet ihr der Dame jetzt so, was hättet ihr ihr gegeben von 1 bis 10, Chat? Ich fand, die war jetzt schon hübsch eigentlich für so. Aber Breitenberg macht das sehr gut. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Er macht das sehr professionell. Hi, ich bin Sophie. Ich komme aus Köln, bin 22 Jahre alt. Und ich wollte dich fragen, bist du Magier? Denn immer wenn ich dich ansehe, lässt du alles um mich herum verschwinden. Okay, der Spruch war Chöp, aber sie hat eine sehr, sehr schöne Stimme. Wow, das war strong. Okay, der ist gut. Nee, aber von Magie bin ich nicht so. Oh nee, raus. Ich hätte die direkt rausgevotet. Wer weiß warum? Ja, diese Stehweise, Bruder, das macht mich aggressiv. Wenn eine Person so steht, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, die zu schubsen. Ich weiß nicht warum. Ich mach's natürlich nicht, ich leb's nicht aus. Aber ich habe das Bedürfnis, so nach dem Motto, steh gescheit, Land. Steh gescheit, sonst fliegst du runter. Im Ernst, ich habe wirklich das Bedürfnis. Es ist so in meinem Unterbewusstsein. Aber ich mach's natürlich nicht. Ich mach es natürlich, ich wiederhol's, liebes Twitch-Team, ich mach es nicht. Ich leb es nicht aus. So begeistert. Oh Gott! Oh Mann! Warum mag er sie nicht? Ich spiele eine Rolle. Türkischer MMA-Kämpfer schubst unschuldige Datingfrau. Die gerne sowas macht, aber. Du kannst andere Dinge? Ich kann andere Dinge. Okay. Als Zauberer. Ja. Geil. Wie sieht's aus dem Bogenschießen? Ist auch ein Hobby von mir. Bogenschießen ist dein Hobby, Digga. Der Typ geht gerne auf eine Treibjagd mit einer Flinte. Ah, okay. Aber das kannst du mir gerne beibringen. Boah, die hat eine echt sehr bezaubernde, schöne Stimme. Ich krieg richtig Bock drauf, ja. Du und ich Bogenschießen. Mhm. Ist schon interessant, ne? Ja. Sexy? Ja. Im Wald? Okay, dann haben wir unser erstes Date jetzt. Unser erstes Date? Ja, Bogenschießen. Oh, ich schwöre, ich würde nur mit der telefonieren, Lan. Ich will mich nicht mal mit der treffen. Sei einfach nur mein Telefon. Bruder, sei meine neue Alexa, Lan. Richtig, so mit einer Feuerspitze, Flammenspitze, dann. Oh ja. Spielst du Horrorspiele? Nee. Gar nicht? Horrorfilme guckst du? Ja, guck ich. Ja, die antwortet auch wie Alexa. Ja, nö, ja, guck ich, ja, mach ich, nein. Da kann ich dir leider nicht helfen. Aber nicht alleine. Ja, ich schaff das auch nicht alleine. Wie alt warst du nochmal? 22. 22. Ja. Ich bin 32. Ist noch im Rahmen. Ist noch im Rahmen? Ist noch im Rahmen. Also wenn ich 40 bin, bist du 30. Genau. Das passt. Ja. Also ich finde dich sehr schlagfertig, wenn ich dich duzen darf. Ich finde dich sehr schlagfertig, sehr interessant. Du bist auch schnell, du adaptierst sehr schnell, das finde ich sehr gut. Also, Breitenberg, bitte halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Dein Auftreten her sehr sympathisch, muss ich sagen. Danke. Wirklich, aber nicht ganz mein Fall. Okay. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, total. Danke dir. Danke auch. Mike, ich hab's dir noch gar nicht gesagt. Er redet einfach so, als macht der PowerPoint-Präsentation, Bruder. Ohne Scheiß. Er ist der süßeste Schlussmacher bei Frauen, Bruder. Wenn Breitenberg mit einer Frau Schluss macht, der hält PowerPoint-Präsentation. Der macht erstmal, wie Beziehung angefangen hat, dann wie es mittendrin die Fehler und dann gegen Ende. So, jetzt kommen wir zum Ende. Und deswegen muss ich leider mit Ihnen Schluss machen. Ne? Es hat halt leider nicht so, wie es mir vor... Ich kann mir voll vorstellen, dass er so ist, Bruder. Bro, wir hatten ein paar Ausfälle. Würdest du dir vielleicht gleich eine Perücke anziehen und kurz anmachen? Gar nichts lieber als das. Danke dir. Leider ist ab hier bis zum Ende der Runde unsere Kamera im Reaction-Raum ausgefallen. Ab der zweiten Runde sind wir aber wieder mit Reactions dabei. Oh nee. Hallo. Hallo. Ich bin Lina, ich bin 21. Du machst mich ganz schön nervös. Ich mach dich nervös? Ja. Auch schon nervös, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Naja, du stehst ja aber ganz schön cool. Das liegt Stock an dem Gehstock. Vor allem. Ja, der ist cool, oder? Also, würdest du auch einen Gehstock kaufen wollen, wenn du könntest? Ich glaube, das wäre ein gutes Accessoire für mein Basic-Outfit, oder? Das Outfit ist sehr elegant, muss ich aber sagen. Aber es ist basic. Ja, aber es ist halt dezent. Aber mir gefällt dein Outfit auch. Das ist mal was anderes. Wirklich? Ja. Was gefällt dir nicht an meinem Outfit? Irgendwas? Ich glaube, ich hätte den Pelz weggelassen. Der ist ja eh Kunstpelz. Also ja, daher. Nee, optisch her. Okay, ich würde sagen, deine Schuhe passen nicht. Okay. Oh mein Gott, ja, Bruder. Ja, ja. Da bin ich fein mit. Hättest du jetzt High Heels angezogen, schwarze, offene, hätte ich gesagt, okay, das beste Outfit heute. Ja, ich glaube, ich bin nicht so der Typ dafür. Was ist dein Lieblingsaccessoire? Raus. Mein Ring, glaube ich. Also magst du Ringe? Ja. Wenn ich dir sage, ich muss den ganzen Tag arbeiten, ich habe eine Woche keine Zeit, dich zu treffen. Raus, finde ich Bruder. Nicht schlimm. Raus, wenn eine Frau lieber ihre scheiß Vans anzieht, statt hohe Schuhe, raus, Bruder. Raus. Raus.
Ja? Weil weg. Jeder braucht mal ein bisschen Auszeit und ich finde, das gibt auch ein bisschen den Reiz. Also, du machst einen sehr lieben Eindruck. Bist auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, für die meisten Menschen so wirklich, das nennt man, glaube ich, Beziehungsmaterial. Also eine Frau, die für eine ernste Beziehung in Frage kommt. Ich bin eher so der Typ, ich mag wirklich auch taffe, starke Frauen, die ein starkes Selbstbewusstsein haben, wo man sich dann gegenseitig hochschaukeln kann. Und von daher würde ich sagen, diesmal nicht. Ist nicht schlimm. Bin. Hallo Hübscher. Hallo Darling. Für ein gratis Essen kannst du mit dem Stock machen, was du willst. Mit gratis Essen? Ja, wirklich? Gut hergekommen. Sehr gut hergekommen. Ja, danke, ich auch. Und nimm diesen Stock, er hat gesagt, er hat dir Angebot gemacht, Breitenberg. Für gratis Essen darfst du machen mit dem Stock, was du willst. Ganz ehrlich, lad den einmal zum Essen ein und dann allein nur für die Geste, weil er dir gerade den Vibe gefickt hat, nimm diesen Stock und führ den ganz. Wir schauen weiter, meine lieben Freunde, es geht weiter mit der Reaction. Verdammt nochmal, dein Stift. Tut mir leid. Also ich würde sagen, einen Ausschnitt trägst du auf jeden Fall. Habt ihr was gesehen? Oh, weiter Dekolleté. Ja, richtig. Und bei mir baumelt auch was. Und der ist wahrscheinlich sogar kleiner als deiner. Ja, ich habe einen sehr kleinen Penis. Dadurch fühle ich mich sehr männlich jetzt gerade. Also das ist... Dankeschön. Bin ich weiter, oder was? Nimmst du mich mit? Mit dem Handschlag? Ja. Wenn ich morgens aufwache und meine Frau würde mir so einen Handschlag geben, jeden Morgen, weiß ich nicht. Ich kann dir damit auch auf den Arsch schauen. Ja, da müssen wir halt um die Wette buhlen, wer so die dominante Person ist, richtig? Absolut, einen kleinen Hahnkampf. Genau. Und wenn du mich so anschaust, dein Mund ist auch die ganze Zeit offen. Ne? Das ich habe sehr trockene Lippen im Winter. Schon mal ein Labello probiert? Willst du die nicht anfeuchten? Also ich feuchte bestimmt so einiges an, aber... Das kann ich mir vorstellen, ja. Die Lippen vielleicht nicht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Oder? Wenn ich am Straßenrand stehen würde, würdest du mich abholen mit dem Auto? Ja. Ich habe einen weißen Audi. Einen weißen Audi? Mhm. Cabrio? Nee. Der soll in dich reingehen. Nein, wirklich nicht. Weißt du was? Ich habe sowieso was Besseres verdient. Das hast du. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Dankeschön. Du Schwein. Ja? Kann mal jemand die Security rufen? Hä? Hi, ich bin Marie. Hallo Marie. Ich studiere Medienproduktion und momentan bin ich zwar noch keine Fotografin, aber für uns beide habe ich trotzdem eine Vision. Oh, als Fotografin mich begleiten auf Events, Projekte gemeinsam umsetzen? Ja, das wäre voll was für mich. Ich reise voll gerne. Also ich habe überlegt, mit OnlyFans anzufangen. Ja, why not? Also wenn ich mich so komplett entblößen würde. Ja, man muss ja auch professionell bleiben. So ein Anglitz erscheinen würde, wie Gott mich schuf, ohne irgendwelche Filter, irgendwelche Blätter oder irgendwelche Ummantelungen von Stoff. Ja, die Leute, die das bezahlen, die wollen ja auch was dafür kriegen. Wirklich? Ja. Fotografen, was noch? Ich zeichne gerne, ich tanze sehr gerne und ich gehe regelmäßig ins Gym. Ins Gym, okay. Tanzen ist interessant. Wenn ich raten müsste, keine Volkstänze, nichts Klassisches, kein Salsa. Hip-Hop? Ja, also ich habe 5 Jahre im Verein getanzt. Im Verein sogar? Ja. Okay. Sehr selbstbewusst. 1:1. Danke. Muss ich sagen, wirklich. Also auch sehr charmant dabei gleichzeitig, sehr höflich. Ich bin nicht so der Sneaker-Fan, aber auch ein Fan, obwohl ich das sehr respektiv finde, das gut, Hip-Hop-Tanzen. Danke. Und ich fand auch, dass du zu viel mir nach dem Mund geredet hast. Und irgendwas musste ich ja stören an mir. Das hätte ich gerne gehört. Ich kann ja nur das beurteilen, was ich gerade sehe. Und ich mag es nicht, Menschen zu schnell zu. Oh, gute Einstellung. Man muss sich erstmal kennenlernen. Ja, für seine Kennenlernen habe ich keine Zeit. Nimm mir das nicht übel. Von daher würde ich sagen, ich danke dir für deine Erscheinung. Kein Problem. Hi, ne? Also ich bin Jojo, ich bin 21 Jahre alt und ich habe mich extra weiß angezogen, damit ich mich für unsere Hochzeit nicht nochmal fertig machen muss. Bis zur Hochzeit nicht nochmal fertig machen? Ja, wir heiraten jetzt. Wir heiraten jetzt sogar, sehr spontan. Ja. Ja, also ich denke mal, meine Mutter würde das befürworten, aber ich habe eher Angst vor der Ehe. Ist okay, wir können eine offene Ehe führen. Eine offene Ehe sogar? Was soll das heißen, was bedeutet das? Du hast deinen Freiraum, ich habe meinen. Aber ich will Hochzeitstorte, darum geht's mir. Achso, das ist die Definition von offener Ehe. So. Ja. Jeder darf so viel essen, wie er will. Nein, du darfst auch andere Mädchen vernaschen, natürlich. Ich darf andere Frauen vernaschen? Mhm. Okay. Ich wette mit dir, dieses Mädchen lebt gerade in irgendeinem Film. 100%. Sie hat gerade irgendeinen Film angeschaut und in diesem Film lebt sie gerade. 100%. Aber ist auch okay, wenn die Menschen in ihrem Film leben möchten, dann ist es auch okay. Jeder soll das leben, was man denkt. Ja, wenn... Oder alles gut. Wenn sie denkt, sie ist ein Pokémon, dann ist sie ein Pokémon, Bruder. Wenn sie das denkt, jeder wie er es will. Okay. Ich bin eher so der Typ... Ja, Bruder, alles gut. Auch wenn sie denkt, sie ist Hinata, Bruder. Passt schon. Juckt mich nicht. Eine Person, lieber Qualität. Ich kann dir gehören, du kannst gehören, wenn du möchtest. Okay, dann dürfte ich bestimmt auch an dem Schal ziehen. Dürftest du. Ja? Ja. Okay, also dein erster Eindruck war tatsächlich sehr schüchtern, aber jetzt sehr tough, würde ich sagen. Was passiert hier? Sie schaut mich auch voll lieb an, ich kann nicht nein sagen. Also bin ich weiter? Ja, du bist weiter. Dankeschön. Oha, Bruder, ich hatte schon Angst gerade.
Hi. Hallo. Ich bin Anissa, ich bin 19 Jahre alt und ich arbeite mit Kindern. Das heißt, ich bin vorbereitet für unsere Zukunft. Oh, okay. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass man Kinder möchte. Ja, also möchtest du Kinder? Noch nicht. Das ist auch okay. Ich würde auch noch warten. Ja, wie lange ungefähr? Mein Traumalter ist so 22, 23, aber es wäre auch okay, wenn es danach passiert. Also das ist so ein... Ist ja in den kommenden Jahren, das ist schon... Genau, das ist so, wenn ich bereit bin, dann... Ja, wenn du bereit bist, genau. Und wenn wir bereit sind. Wenn wir bereit sind, ja. Ich habe nur gerade dann gedacht, ich muss Windeln wechseln, das Geschrei, die Autos wechseln und dann... Ja. Also wenn ich ehrlich bin, mein Bruder und ich... Die Autos wechseln? Wir haben immer gesagt, wir wollen Kinder adoptieren. Ja? Weil es da draußen viele Kinder gibt, ja, die keine Eltern haben. Genau. Dann kann man schon quasi Leben retten damit. Aber zwei eigene noch? Ja, das ist so ein... Würde ich schon gerne. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn du ein eigenes Kind hast und eins, das adoptiert ist. Also ich finde, muss ich ehrlich sagen, bin ich beeindruckt. Das mit dem Adoptieren, das wollen ja viele gar nicht. Aber ich finde, das ist echt eine sehr gute Sache. Und das würde ich gerne belohnen. Dann würde ich sagen, ich lasse dich weiter. Dankeschön. Ach, eine ganz Liebe. Wo sind eigentlich die Frauen, wo ich sage mal, oh, die ist auch mein Typ, Mann. Wo ich sage, oh, die ist echt gut. Oder beziehungsweise, wo man auch ein bisschen Motivation rausnimmt, sie vielleicht auch auf Instagram findet und sie anschreibt oder so. Wo sind diese Frauen, Lan? Im 7. Stock. Du Wichser. Boah, du bist ein Wichser, Bruder. Du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser. Der war aber gut. Der war gut. Gerne. Hi, ich bin die Enya. Enya? Mhm. Und 24 Jahre alt. Ich habe jetzt keinen krassen Spruch von. Warte, ich muss nur mal ganz kurz. Einen Moment. Dankeschön. Gerne. Hi, ich bin die Enya. Enya? Mhm. Und 24 Jahre alt. Ich habe keinen krassen Spruch vorbereitet, aber ich habe mitbekommen, du zeigst gerne GTA. Richtig. Und ich liebe GTA. Und ja, doch, passt. Von allen war sie jetzt die Beste. Aber was sie anhat, ist irgendwie komisch. Deswegen dachte ich, wir könnten mal gemeinsam zocken. Wirklich? Ja. Wie GTA? GTA Online oder Roleplay? Ja, beides. Ja. Eine, die GTA Online mit GTA RP vergleicht, raus. Red Flag, raus. Also ja. Rollenspiel ist ja auch so interessant. Auch cool. Ja, habe ich auch schon gemacht. Die kennt sich nicht aus. Ich schwöre, die kennt sich nicht aus, sonst würde sie sagen RP. Raus! Okay, also ich habe tatsächlich so Flashbacks an meinen Hort gehabt. Da hatte ich eine Kindergartenlehrerin, oder wie das hieß. Die hat früher auf mich aufgepasst. Mhm. Sehen ihr sehr ähnlich. Oh. Ich war immer verknallt mit sie. Oh, dann, ja, das ist ja schon mal was Gutes. Also Rollenspiel so lehrermäßig und Schüler. Ja. Sagt der Breitenberg da gerade, dass er ein Rollenspiel mit der machen möchte, dass er sein Schüler ist und sie die Lehrerin ist? Sagt er das gerade? Sagt er das gerade? Wäre interessant. Ja, können wir machen. Tatsächlich? Ich sag doch Pufftalks. Pufftalks. Wenn man mit Breitenberg chillt, dann ist es wie Pufftalks. Okay, dann bin ich nun der Schüler. Du bist der Schüler? Nein. Ich bin die Lehrerin. Ich habe in der Schule immer geschwänzt, was scheiße. Nein, die machen jetzt kein Szenario. Scheiße. Hatte eine 6 in Erdkunde. Da muss man dich dafür aber bestrafen. Bestrafen? Ja. In welcher Form? Musst du dann herausfinden, glaube ich, ne? Sehr invasiv oder doch sehr schonend? Das überlege ich mir dann noch. Also ich glaube, meine Klassenlehrerin, die hatte früher so einen langen Stock. Sollen wir den? Ja, dann müssen wir halt tauschen. Tauschen? Ja, du gibst mir den Stock und ich muss meinen Arsch versohlen. Breitenberg, Senen Ben, Getsch mich in Sikim, Bruder. Interessant. Okay, Humor haben wir beide. Ja. Also sie gibt mir wirklich die Vibes von meiner Lehrerin damals, also von daher. Ja, nur wegen der Brille. Kann sein, ich weiß es nicht. Du bist am Arsch, Bruder. Du bist am Arsch. Nein, Breitenberg, du bist am Arsch, Bruder. Du bist am Arsch, offiziell. Ich kann die Brille sein. Ich würde dich weiterlassen. Okay. Ja, natürlich lässt du, Bruder. Aber ich muss sagen, einerseits muss man echt sagen, Breitenberg, Respekt, Respekt. Er zieht das durch, Bruder. Er ist sehr, 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 sehr gut. Okay. Die war bis jetzt die Beste. Bin ich schwer? Nö. Kannst du mir kurz eine Sache erklären? Ja, und warum siehst du sie immer alle Frauen? Warum? Und warum switchen wir so? Ja, du switchst manchmal. Ich du, weiß, manchmal ich sie. Ich weiß. Bro, wir sind nicht am Würfel. Wir sind in Real-Life hier. Versuch nicht in die Rolle zu verfallen. Aber das passiert immer wieder. Das passiert immer wieder. Krass, ja. Habt ihr gemerkt, dass du auch versucht hast, rauszukommen? Ja, aber es war schwer. Es war ein schwerer Kampf für dich, ne? Es war schwer. Sei du selbst, nicht in der Rolle. Okay. Wer findet ihr war bis jetzt die stabilste Frau? Also die letzte war wirklich stabil, ne? Bei der letzten hat es sehr gefunden. Also wo ich sagen müsste, nach meiner Optik. Also für mich ist die letzte, ne? Ja, ich glaube, das ja, Bruder, von ganzem Video ist es Alexis. Ja, das wissen wir. Alexis ist da, ich glaube, Alexis zu toppen wird auch schwierig. Aber Alexis ist ja nicht in dem Format dabei, dass sie daten wird. Der allererste? Ja. Wächst Luca. Lara heißt sie.
Das war meine Favoritin. Und jetzt habe ich sie erlebt und dann dachte ich, ja, glaube ich auch. Das wird wahrscheinlich eher sein. Ich war schade, dass du die mit dem Dürdel weggeschickt hast. Okay, gut, viel Erfolg, du schaffst es. Du schaffst das. Durch. Let's go! Let's go, Breitenberg! In Runde 2 darf Breitenberg die 7 Frauen zu einem Vorstellungsgespräch einladen und 3 der 7 Frauen in die finale Runde wählen. Ins Bett. Oh Gott, das wird was. So, da bin ich wieder. Hallo. Diesmal nicht so nervös, aber weißt du, das nächste kommen zu mir. Da werde ich auch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde gerne die Fragen stellen. Oh. Okay. Alex, kurz für dich, hast du gerade eine gute Zeit hier? Ja, hier, mir geht's echt gut. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich bin auch ein bisschen überlegen, ob ich lieber in Deutschland bleiben soll oder auswandern soll. Auch wegen meiner Familie und mit ganz vielen Katzen. Ich habe jetzt gerade zu Hause 7 Katzen. Raus. Raus, Katzen, raus. Ich habe eine Allergie, ich würde sterben, wenn ich in die Wohnung gehe. 7 Katzen? Ja, 3 davon sind Babykatzen und am liebsten ein Haus, aber davon, das ist ein bisschen teurer, deswegen. Die Frage wäre auch, in welchem Land das Haus wäre. Also wenn du auswandern wollen würdest, in welches Land? Niederlande, warum das? Leider. Wieso sieht der wirklich aus wie ein typischer Chef? Meine Mutter ist auch niederländisch. Ja. Deswegen bin ich auch Halbniederländerin und ja, ich finde das Land halt sehr, sehr schön. Okay, also ich fand es sehr interessant mit dem Auswandern, habe ich tatsächlich auch die Gedanken und bin auch schon am Vorbereiten. Aber Niederlande wäre es nicht gewesen, wäre mir zu kalt, 7 Katzen wären mir auch zu viel. An der Stelle würde ich sagen, dass es nicht passt. Okay. Danke sehr. Was? Schade, Alter. Ja. Eiskalt. Aber die 7 Katzen sind schon 7 Katzen wären mir auch, sage ich, zu viel. Alexis versteht. Hallo. Hallo. So. Bin ich auch wieder da. Freut mich ebenfalls. Ich hätte da schon direkt eine Frage. Gerne. Wo siehst du deine Schwächen? Gute Frage. In Bezug auf was? Spezielle Themen oder deine Person, Charakter. Das ist die schlimmste Frage beim Bewerbungsgespräch. Oh, ich habe eine Schwäche für dich. Vielleicht persönlich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch tatsächlich. Ja, wirklich? Ja, tatsächlich. Also ich binde mich sehr emotional auch an Menschen. Also wenn ich wirklich jemanden Maske, habe, den Bruder. Ich sehr gern habe. Ja. Dann binde ich mich auch wirklich tatsächlich an die Person und gebe auch wirklich alles. Und würdest du dich auch als temperamentvoll beschreiben, dass du auch, wenn beides zusammenkommt, Emotion und Temperament, dann kann es ja schon knallen. Ach so, ja, also wenn es dann, ich bin Rumänerin, bin schon etwas temperamentvoll, aber trotzdem auf jeden Fall sehr respektvoll. Ich habe das Gefühl, du hattest noch kein Bewerbungsgespräch, weil du so lange über Schwächen nachgedacht hast, hat das aber authentisch gemacht, weil so Schwäche für mich ist halt so ein Spruch, Anmachspruch, aber danach war es sehr authentisch, sehr nett. Ich würde sagen, ich würde dich gerne in die nächste Runde lassen und mir das nochmal anhören. Aber Breitenberg und die harmonieren. Hi. Die harmonieren. Ich sehe schon deine Kette. Ja. Magst du Tiere? Also ich arbeite für einen Spinneninfluencer, also ja. Oh, ich hab mega Angst vor Spinnen. Und würdest du eine Spinne zu Hause jetzt... Sie arbeitet für diesen Spinnentyp. Die ist die sympathischste, glaube ich, von allen. Haben wollen? Ja, also wenn ich meinen Freund besuche, dann bin ich ja da quasi mit 120 Spinnen. Das ist. Hast du 120 Spinnen? Ich habe mehr 400 oder so. Alter, geh zu Hause in einem Haus drin? Ja. Okay, und was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin im Management für halt Coda tätig. Ah, okay. Unter anderem und dann halt noch einen Nebenjob als Barkeeperin. Wenn du mich jetzt anbieten würdest, für was für eine Art Kooperation würdest du mich sehen? Boah, ich würde tatsächlich aufs Zocken erstmal gehen. Also ich sag's ehrlich, ich habe mega Angst vor Spinnen. Herrn Koda, ich mag ihn selber, aber wenn ich seine Storys schaue, kann ich nicht schlafen. Und wenn ich mir vorstelle, dass du eine Spinne gerne hättest als Haustier, dann muss ich, naja, dann würde ich flüchten. Nicht als Haustier, aber mit denen arbeiten ist okay. Aber ich hätte Angst, dass du aus Versehen eine Spinne mit nach Hause bringst. Das ist okay. Aber reasonable. Kann man voll verstehen. Und daher müsste ich leider sagen nein. Okay. Schade, aber die war die sympathischste, finde ich, von allen, Chat. Oder stimmt ihr mir dazu? Ich fand, die war echt die sympathischste von allen. Die war echt sehr sympathisch. Hallo. Sehr lieb. Hallo. Erzähl mir mal bitte von deinem Traumberuf. Also mein Traumberuf. Aha. Du, warte, mein Ding ist da. Die ist ein bisschen komisch, Bruder. Die ist echt dabei. Der ist irgendwas, Bruder. Wäre irgendwas mit Internet und so, weil ich will in einem Wohnwagen wohnen und ich will ganz, ganz viel reisen noch. Aber Traumberuf, voll die gute Frage, oder? Ja. In einem Wohnwagen willst du wohnen? Ja. Und reisen? Ja. Reisen ist ja schon mal gut. Ein Wohnwagen stellst du dir sehr bequem vor? Nee, aber ich will halt sehr, sehr viel, also wirklich viel, viel reisen. Also wenn ich einen festen Wohnort bräuchte, dann irgendwo im Wald. So, weißt du, mit Teich und eigenem Gemüsegarten und so. Und wie viel müsst... Die ist am Arsch, Bruder. Die will im Wald wohnen, Mann. Ich will von Wald abhauen, die will da wohnen. Die will im Wald... Warum willst du im Wald wohnen, damit uns niemand hört. Dean, um das zu realisieren, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Er verkauft gleich Staubsauger. Wenn er irgendwas verkauft oder sowas, ist es ja... Ich denke mal 300.000. 300.000 pro Jahr? Und wie viel sollte ich verdienen? Nicht pro Jahr. So im Allgemeinen, damit ich mir dieses Häuschen leisten kann. Ach, insgesamt, zusammensparen? Ja. Und wie sollte mein Einkommen sein für dich?
Ich weiß nicht. Reisen muss ja finanziert werden. Ja, aber das kann ich ja dann selber. Ich will ja eigenständig sein auch trotzdem so, weißt du? Also ich habe ehrlich, um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass du versuchst mich zu manipulieren mit deinen Blicken. Oh! Dann fühle ich mich leicht primitiv, das mag ich gar nicht. Mhm. Das ist aber kein Vorwurf oder kein, das ist nicht abwertend gemeint. Wohnwagen ist nichts für mich. Ich bin sehr penibel, ich kann das gar nicht ab. Ich mag auch so, eigentlich so Wald und so mäßig, dann kriege ich das Gefühl, dass überall Spinnen sind. Und von daher würde ich sagen, okay. Tut mir leid. Kein Problem. Okay, das aber man muss eins sagen, Chat, also sie, also der Style und so von ihr ist jetzt nicht ganz mein Ding und so, aber sie ist eigentlich auch hübsch. Das war gerade, da hat sie gerade gekickt irgendwie, oder? Die ist eigentlich auch hübsch, muss man schon sagen. Hello again. Hi. Das war wie beim Bewerbungsgespräch zu deiner persönlichen Assistentin. Oh, interessant. Würdest du dich von mir einstellen lassen wollen als persönliche Assistentin? Digga, der Typ ist auch Personalscout. Ja. Und dein höchster Bildungsgrad? Abitur. Und was wäre dein Traumberuf? Haben mache ich schon. Der da wäre? Content Creator. Und den würdest du aufgeben, um an meiner Seite als Assistentin? Warte mal, sie ist Streamerin? Wie heißt sie? Assistentin zu arbeiten? Man kann sich ja gegenseitig unterstützen. Was genau für einen Content machst du? Musst du vielleicht selber herausfinden. Ja, ah, sag doch einfach. Ist es etwas sehr Kreatives? Ja, schon. Macht sie echt OnlyFans? Macht sie OnlyFans? Nein, das stimmt doch nicht, Mann. Okay, aber ist es, stellst du dich selber zur Schau oder hast du einen Content? Ah, doch, die macht echt... Ah, wenn sie... Ja, vor allem, und sie sagt es auch. Ah, das finde ich aber schade. Ich verstehe die Frauen nicht, die OnlyFans machen, aber wenn man sie dann daraufhin fragt, warum sie es nicht dann sagen eigentlich, weil du bist doch schon so weit, dass du damit Geld verdienst, in die Öffentlichkeit gehst, dann schäm dich doch auch nicht dafür. Ja, ne, dann mach's halt. Du hast es doch schon gemacht. Du bist doch schon da drinne, Jane. Warum verschweigst du das dann noch? Ich selber. Dürfte ich Bilder von dir machen? Ja. Okay, interessant. Und dann würdest du auch High Heels tragen? Oh. High Heels? Klar. Gut, weiter. Merkt man, dass der Fuß fixiert ist? Nein, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich würde sie auch weiterlassen. Sage ich euch ehrlich, die hat irgendwas, irgendwie was. Ich weiß nicht. Dann bin ich wieder die Lehrerin. Die Lehrerin. Aha, ja, Benim Kigelde, Benim Kigelde jetzt. Habe ich dich gefragt, was du beruflich machst? Nee. Was machst du? Ich mache Instagram, OnlyFans und... Ich geb's auf. Und ja, Social Media. Ja, cool. Dann wäre es für dich auch okay, wenn ich auf ein Event gehe und dich fragen würde, würdest du mitkommen? Ja, definitiv, ja. Du würdest auch die Kamera halten und mit mir einen Vlog drehen? Ja, klar. Warum nicht? Ja, das finde ich gut. Und du hast keine Probleme, wenn ich zum Beispiel mit einer anderen Frau im Internet was machen müsste? Nö, ich vertraue dir ja. Wenn ich jetzt mit Alexis spielen müsste zum Beispiel? Definiere. Alexis! Nee? Nee? Sie ist schon sehr eifersüchtig. Du bist sehr eifersüchtig, ne? Ich? Ja. Überhaupt nicht eifersüchtig. Also ich habe sie in meinem Handy als Cockblockerin Breitenberg eingespeichert, weil sie alles sabotiert. Was passiert jetzt hier? Hast du den Kuh versaut? Warte mal. Okay. Wäre das für dich in Ordnung? Kommt drauf an. Dann? Ja, was heißt denn spielen? Fortnite. Ja, zocken. Warum nicht? Ja, doch, sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Also das mit OnlyFans, das ist auch ein Punkt, der interessant ist. Aber, dass du mit mir zum Beispiel einen Vlog drehen würdest, finde ich sehr, sehr cool. Ich würde dich gerne weiterlassen. Cool, danke. Ja, ich sehe die beiden noch wirklich. Ich sehe da wirklich Synergie und auch Paarpotenzial. Ja. Jetzt mal ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich sage, ja. Und Paarungspotenzial. Was hat eigentlich dieser Spinnentyp da gemacht? Der ist nur da. Du warst die Kindergärtnerin. Genau. Ich muss auch sagen, ich liebe Rollkragen. Ich trage die sehr, sehr gerne. Steht dir. Ich habe es noch nie mit einem Hemd kombiniert. Ja. Sollte ich das auch tun? Ich denke, das könnte gut aussehen, doch. Und dazu Blumenmuster? Würde mir das stehen? Bestimmt, so ein Hawaii-Hemd drüber. Oder zum Beispiel, ja. Ich mag Blumen sehr. Also ich muss sagen, das mit den Blumen ist sehr interessant. Finde ich gut. Ich liebe Blumen wirklich. Du bist auch ein sehr cooler Mensch. Und das merkt man. Aber ich bin dir auch sehr dankbar, dass du erschienen bist. Aber ich muss leider sagen, dass es nicht ganz klappt. Aber trotzdem danke, dass ich da sein durfte. Danke ebenfalls. Sehr liebe, eine sehr liebe. So. Mein Lieber, du hast dich für drei Blondinen entschieden. Ja, und ist das vorwurfsvoll? Nein, überhaupt nicht. Du hast sehr oft ihren Namen genannt. Bist du dir sicher, dass ihr nicht einfach zu zweit nach Hause gehen wollt und wir das hier lassen? Also ich habe auch Angst, dass Alexis mich schlägt, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung treffe. Aber habt ihr nicht eine einseitig, offene Beziehung, nein, oder? Wir haben gar nichts. Ich bin in der Friendzone so tief, das glaubst du. Ja, das ist ich komme auch nicht mehr raus. Würdest du sagen, du hast gerade eine Favoritin? Ich weiß, ihr habt die eine Frau mit dem schwarzen Teil als Favoriten. Ich fand jetzt aber die andere, die, wo sie mir den Job nicht gesagt hat, sehr interessant. Ah,
ja. Obwohl ja. Auch so ein bisschen geheimnisvoll, ne? Ja, und sie ist auch sehr zierlich, schlank. Das ja, gut. Das ja. gefällt dir? Also ich hätte die eine genommen, Chat, die vor der OnlyFans-Frau. Ja, ja. Ich bin nicht so der Typ, der so üppigen V-Bau macht. Du magst nicht so Kirby, ne? Ja, nicht. Ganz nicht falsch verstehen. Mhm. Das ist ja Präferenz, ja voll okay. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich muss nur nach ihrer Schuhgröße fragen. Ist das dir wichtig? Das schon. Warum? Schon warum wichtig, ist also? Also wenn man schlanke Waden hat und dazu schöne Füße, ist perfekt. Ja. Sie was ist noch die Maten beste Größe? 38 so 39. Ja, also schon ein bisschen größer also, auch gerne. 38 ist perfekt. Für dich geht es jetzt ins Bett tatsächlich. Okay, ich habe schon eine Idee. Fürs Bett muss man Schuhe ausziehen, ne? Oh. Ja. Oh nein. Ey, dieser Junge ist so schlimm, dieser Breitenberg. Letzten 100 Breitenberg. Dieser Breitenberg ist so schlimm, Bruder. Was ist mit dem, wie der aussieht? Die belästigt ihn, wie der aussieht. Ja, scheiße, Bruder. Das sieht einfach aus, genau wie auf Kinderriegelverpackung, dieser Typ, Bruder. Die Chance, die drei Kandidatinnen nochmal näher kennenzulernen, sich final für eine zu entscheiden. Oh, jetzt wird's auch noch kuschelig. Aber jetzt wird's eng. Ich sage dir. Oh, jetzt los. Oh, oh. Achtung! So, da bin ich. So, freut mich. Die Frage wäre als erstes direkt, eigentlich muss man doch, bei, wenn man aufs Bett sich begibt, die Schuhe ausziehen. Ja, aber ich bin ja nicht mit den Füßen auf dem Bett. Da achtest du drauf? Oh ja, Gott, doch schon. Breitenberg, Alter. Gehst du mit Straßenklamotten auf dein Bett? Nee. Oh mm-mm. Gott. Und gerne. Finde ich sehr gut. Aber da du jetzt die Schuhe nicht ausziehst, hätte ich eine Frage. Würde mich ein böses Erwachen erwarten, wenn du die Schuhe ausziehst? Nee, das sind einfach schwarze Socken. Einfach basic. Und die Nägel gemacht? Ich kann das nicht anhören. Nein, ich kann, das ist für mich zu unangenehm. Das ist für mich zu unangenehm. Das ist zu unangenehm. Oh mein Gott. Der hat die einfach zum Hund gemacht, Bruder. Der hat einfach Gollum aus der gemacht, Lan. Die Nägel sind gemacht. Wow. Welche Farbe? Weiß. Natur. Ja. Okay, ja, gut, okay. Also, nix Wildes. Und ich merke auch, du hast ja noch einen Sicherheitsabstand. Bist du eher so der Typ, der gerne kuschelt oder nicht? Doch, ja. Ich kuschel sehr gerne. Sehr gerne? Mhm. Welche Schuhgröße hast du? Was denkst du? 37,5? 38. Ja, knapp. Die hat sowas von keinem Bock, glaube ich. Oh, die perfekte, die perfekte. Oh, ich perfekte. Glaube, das ist seins. Was noch ist die mal beste Größe? 38 ist besser. Aber schwarz ist so dein Ding, richtig? Ja, schwarz ist so basic, macht schlank, sieht gut aus. Hast du Catwoman so ein bisschen als Vorbild? Magst du sie? Ist schon sexy, ne? Hat schon was, ja, ne? Ja, für mich auch. Und Batman passt auch gut zu ihr. Ja. So ein reicher Typ im Anzug, ja, der abends an einem, ja, Feld macht. Genau. Schönes Auto fährt. Auch schön. Okay. Ich weiß Bescheid. Darf mich jetzt nicht entscheiden, aber ich habe meine Meinung. Okay, und ich muss raus. Okay. Breitenberg wieder Schuhe. Sein Gesicht, Bruder. Ey, der Breitenberg, ne? Der ist so witzig, Lan. Hallo. Hi. Darf ich mich hinsetzen? Aha. Klar, gerne. Okay. Du bist schon etwas selbstbewusster, merke ich, Schulter an Schulter. Ja, die beiden passen, Bruder. Die ist offener, die geht nah zu ihm, die lächelt ihn an, die schaut ihn auch voll ganz anders an. Schau mal, der schaut auch sie ganz anders an. Der schaut nicht mehr wie dieser Kinderregeltyp, sondern da schaut er schon richtig frisch verliebt. Da kommt schon wirklich dieser Vibe so. Natürlich. Ich finde, die passt auch sehr gut, ja, zu ihm. Bist du auch so der Typ, der gerne kuschelt? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das zeigt ja auch eine gewisse Bindung zu einer. Oh, ja, könnte sein. Und im Bett ziehst du nicht deine Schuhe aus? Doch, tue ich tatsächlich. Aber? Aber ich denke, da vielleicht gefallen dir ja meine Schuhe. Die sind schon cool. Aber ich bin auch jemand, also eine Straßenklamotten bei mir ein No-Go. No-Go, oder? Mag ich auch gar nicht. Und welche Farbe hat so dein Schlafzimmer? Ich bin jemand, der sehr cremefarbig ist, weiß-cremefarbig. Ja. Okay, cool. Und wenn du dir jetzt ein Kleid kaufen würdest, was für ein Stoff hätte das? Oder wie würde das aussehen? Das Ding ist, Bruder, sie kuschelt gerne, aber Bruder, wenn ich mit der kuscheln würde, mit der Schminke, dann wäre ich am Ende auch geschminkt, Bruder. Dein Traumkleid? Er stellt sich seine Frau... Er stellt einfach, was für ein Traumkleid er will. Er will eine Frau mit 38 in einem Seidenkleid, ja, mit schön gemachten Füßen. Und mit schlanken Waden und High Heels. Ja. Das will er. Also ich bin auch jemand, der Seide trägt, aber auch sehr rückenfrei. Also ich bin ein jemand, der rückenfrei trägt. Ja. Und genau, lange Kleider, manchmal kurz. Okay. Und du magst eher hellere Farben? Ja, ja, genau. Also schwarz finde ich aber auch sehr schön, betont den Körper sehr, finde ich. Das, ja, das betont den Körper, stimmt. Aber weiß kommt halt sehr, sehr rein, sehr sauber, sehr... Elegant. Auch mal elegant, ja, richtig. Oder cremefarben. Genau, deshalb trage ich auch weiß. Chat, ich schwöre auf alles, das Mädchen ist... Also wenn er sich für sie entscheidet hat, dann wird er gut entscheiden. Weil das Mädchen ist wenigstens offen, die redet, die lächelt, die tut. Sie ist nicht so dieses, ja, shit, nein, ja, gut, nein, NPC. Die ist echt gut, die ist echt gut. Charakterlich finde ich wirklich passend, die... Okay. Und Sneaker oder so hast du nicht zu Hause? Doch, natürlich. Ich
Aber ich bin wenn dieser Vollidiot nicht nur die ganze Zeit über Schuhe reden würde, sondern auch mal andere Gespräche eingehen würde, dieser Breitenberg, dann würde es schon harmonieren. Aber der fragt ja die ganze Zeit nur Schuhgröße. Was ist dein Traumkleid? Jemand, ich trage sehr, sehr gerne hohe Schuhe. Oh, ist gerade, guck mal, sein Blick. Wirklich? Sehr, sehr gerne. Ich habe viele hohe Schuhe zu Hause. Schau mal, Breitenberg. Also, wirklich? Wirklich? Die ist es. 40 insgesamt. 40 hohe Schuhe hast du? Ja. Mit dicken Absätzen oder dünnen? Unterschiedlich. Absätze. Auch kurz, hoch. Schau mal, wie der ist. Schau mal, wie der sich konzentriert. Und so konzentriert er sich nicht mal, wenn die Gambo haben Land. Nicht mal, wenn Kali Kartell schießen muss, hat er diese Augen, Bruder, diese Fokus. Unterschiedlich. So wie es zu meinem Outfit passt, weil ich bin jemand, ich achte sehr auf mein Aussehen. Wirklich? Ja. Das ist nicht gelogen. Deine Lieblingsschuhmarke? Von welcher? Von den Frauenschuhen, so Jimmy Choo oder Christian Louboutin oder was hast du so? Verschiedene, tatsächlich. Also von verschiedenen Marken. Aber Jimmy Choo habe ich auch tatsächlich zu Hause, wie du es erwähnt hast. Ja? Mhm. Okay. Gut, danke. Danke für den Eindruck. Gerne, gerne. Aber ihr müsst euch vorstellen, er schickt mir jeden Tag irgendwelche Frauen, die er datet, schickt er mir die Fotos und fragt, wie ich sie finde. Oder er schickt mir so von irgendeiner Frau. Oder er schickt mir ein Foto, wie er irgendwie Füße von irgendeiner fotografiert und sagt, guck mal, das sind die perfekten Füße. Ich so, ja, schön für dich. Geil, ne? Na? Hi. Sie ah, die habe ich gemeint. Hat er uns ja auch eben eigentlich gesagt, dass er die gut findet. Die habe ich gemeint. Ja, ist gemütlich hier, würde ich sagen. Sehr klein das Bett aber. Oh, sie ist auch schon sehr nah. Ja, schön kuschelig. Kuschelig? Mhm. Also ist dein Bett zu Hause auch kleiner oder größer? Bisschen größer schon. Magst du es doch größer? Chat, ich schwöre auf alles. Sorry, dass ich jetzt gegen Ende so oft gestoppt habe. Aber also Kleidungsstil gar nicht mein Fall. Aber würde sie sich so nach meinem Kleid, also nach wo ich mir vorstelle, Kleidungsstil anziehen, finde ich, das ist die hübscheste von allen. Ja, aber ich mag es auch sehr gerne kuschelig. Also ich bin ehrlich, wenn ich neben dir einschlafen wollen würde oder tun würde, dann würde ich schon auf meine Seite bestehen und meine Ruhe haben wollen. Ja, ist das für danke an die, wo mir zustimmt. Bist du so der kuschelige Typ, der anhängliche abends? Oder bist du dann, sagst du dann, okay, jeder seinen Bereich und gut ist? Also ich bin auch kuschelig, aber wenn du sagst, du brauchst deinen Space, ist das auch in Ordnung. Dann respektierst du. Ja, weil ich sag euch aber auch warum, nicht geh Augenarzt, weil sie ist die Natur, die ist ein bisschen noch mehr Natur als der Rest. Die davor, Bruder, das war jetzt nicht ganz Natur, Bruder. So, weißt du, was ich meine? Das war so schon ein bisschen so Conchita-Wurst-Natur. Genau. Also ich habe früher mal eine Mauer gezogen bei meiner Ex-Frau. Da durfte keiner rüber. Was? What the fuck? Digga, der Normalste. Der Normalste, yeah. Wenn du das möchtest, klar. Es gab auch Sanktionen. Aber kann natürlich sein, dass ich vielleicht mal rüberrolle und vielleicht dich ein bisschen berühre. Bist du so der Typ, der die Decke auf seine Seite zieht? Kann schon passieren. Lieber zwei Decken oder eine? Ich finde beides gut. Aber eine ist eigentlich besser. Eine ist besser? Eigentlich schon, ja. Okay, ich merke das schon. Du wirst mich nicht durchschlafen lassen, oder? Ja, doch. Ich schlafe schon wie ein Stein. Ja? Ja. Bleibst du lange wach immer? Bist du eine Nachteule? Ich bin eine Nachteule. Was sind das für Fragen? Also ich bin schon gerne lange wach, aber... So drei bis drei, vier Uhr. Ja. Du musst ja auch nicht früh aufstehen, ne? Nee. Bist du ein guter Morgenmensch? Ja, Breitenberg, was sind das für Fragen? Guten Morgenmensch, so wenn du aufstehst, gute Laune direkt? Ich bin ein richtiger Morgenmuffel. Richtiger Morgenmuffel? Ja gut, okay. Aber wenn zwei Morgenmuffel zusammenkommen, dann ist das nicht so praktisch. Und ne? Du? Bist du denn einer? Ich bin guter Laune-Mensch. Du bist guter Laune-Mensch? Boah, das ist echt schwer, glaube ich. Das ist süß. Boah, das ist so schwer. Okay. Ich danke dir. Okay, bis gleich. Ey, wir müssen jetzt raus. Scheiße. Und dann heißt es Entscheidung. Das ist wirklich sehr schwer. Oh, scheiße, Mann. Bro, es war ein langer Weg. Der ist am Arsch, Bruder. Jetzt musst du halt eine Entscheidung fürs Leben treffen, ne? Das war echt nicht so einfach. Also dir ist bewusst, dass das Format darin endet, dass sie heiratet. Ach du Scheiße. Ja, ja, deshalb. Aber nur mit Vertrag? Ja, mit Ehevertrag. Wir haben mit zwei Zeilen, da kannst du alles gleich hier machen. Sehr wir können auch die Hochzeit hier streamen, wenn du willst. Du bist erwachsen geworden, vom Würfelpark-Gangster zum echten Mann. Hast du die Entscheidung getroffen? Ich habe meine Gedanken sortiert und ich habe, glaube ich, ein paar Punkte, an denen ich festhalten will. Ich will natürlich auch keinem was unterstellen. Nein. Ich glaube, die Dame weiß, dass sie nicht wirklich 40 Schuhe hat, weil sie keine Marke nennen konnte. Und dass sie versucht... und dass sie versucht zu gewinnen. Okay. Ja, alle wollen dein Herz. Ist doch klar. Richtig. Schlau. Die Lehrerin ist an sich auch sehr interessant. Tut mir leid. Dein Name war? Enya, oder? Enya, tut mir leid. Enya hatte den größten Abstand zu mir beim Sitzen. Fand ich sehr. Du riechst auch sehr unangenehm deshalb. Das ist es. Ja, du hast recht. Ja. Kann aus Respekt gewesen sein, kann aber auch sein, weil kein Interesse besteht, sondern auch nur der Wille zu gewinnen. Okay. Und dann hatten wir noch die dritte Dame. Den Namen habe ich auch vergessen. Vielleicht schlecht. Mila folgt. Ich habe vergessen, aber nach der Schuhgröße zu fragen. Scheiße, was machen wir jetzt? Jetzt, Bredouille, Breitenberg, du musst dich entscheiden. Es ist jetzt ein hohes Risiko, das ist 50-50. Ob die. Also hast du eine Entscheidung getroffen?
Ich würde mich tatsächlich für Lila entscheiden. Hey. Stark, gute Entscheidung. Sehr stark. Gute Entscheidung, Freunde, aber sie freut sich gar nicht. Wieso freut sie sich gar nicht? Die Arme, die weiß schon, was sie erwartet. Weitenberg, alle Leute in der Videobeschreibung verlinken. Kuss geht raus und damit sind wir durch. Mach's stark. Gut. Ciao, ciao, dankeschön. Hä, hey, warum hat das hier schon beendet, Bruder? Ey, Brevi, Mann. Olem Revi, du machst so lange YouTube, muss ich dir jetzt erklären, was du noch reinmachen musst, Lan.